Mit diesem Trick wirst du immer mehr Fische fangen als andere. Die Methode des Angelns mit Springerfliege kennt viele nur aus dem Salzwasserbereich, sollte aber gerade beim Barschangeln nicht unterschätzt werden. Knote mit Hilfe eines Dropshot-Knotens eine kleine, unscheinbare Springerfliege ungefähr 15 cm vor deiner Hauptanbissstelle. Sei das ein Gummifisch, Blinker oder Spinner, ist in dem Fall egal. Achte darauf, dass die Springerfliege möglichst klein und unscheinbar ist, vor allem damit sie nicht so viel Wasser verdrängt, um den Lauf des Hauptköders zu beeinträchtigen. Die Springerfliege hat folgenden Vorteil. Erstens hast du eine weitere Anbissstelle und zweitens wird bei deinem Zielfisch Fressenheit erzeugt, da es so ausschaut, als würde dein Hauptköder die Fliege jagen. Besonders im Salzwasser, aber auch im Süßwasser, auf zum Beispiel Barsch oder Zander, kann das oft zusätzliche Bisse produzieren.